Der Eiffelturm im Zentrum einer Lasershow. Zum ersten Mal sind gestern Abend Olympische Spiele nicht in einem Stadion eröffnet worden, sondern in der Innenstadt von Paris. Die Teams der mehr als 200 Teilnehmerländer zogen bei einer Bootsparade auf der Seine entlang im strömenden Regen. Das olympische Feuer wurde unter einem Heißluftballon entzündet, ganz ohne Brandgefahr, denn die Flamme wird von LEDs erzeugt. Mitten in den Pariser Tuilerien. Der Ballon mit dem olympischen Feuer. Täglich dürfen 10.000 Menschen nah an der Schale vorbeiflanieren. Wir haben nicht erwartet, dass die Flamme in den Himmel aufsteigt. Sehr beeindruckend. Gestern Abend war es ein weiteres von vielen Highlights gewesen. Die Sportstars Marie-José Perec und Teddy Riner entzündeten als letzte von 10.000 Fackelträgern das Feuer. Ganz zum Schluss gab Megastar Céline Dion ein fulminantes Comeback auf dem Eiffelturm. Superlativ reihte sich an Superlativ. In der fast vierstündigen Show ging es um die französische Geschichte, die Stadt Paris und um Frieden, Freundschaft und Diversität. Nur das Wetter trübte die Stimmung ein wenig, doch Hunderttausende hielten durch bis zum Schluss. Es war wie ein Traum, der wahr geworden ist. Trotz Regen war es magisch. Paris ist eine Stadt, der noch nicht mal Regen was anhaben kann. Die Leute kommen trotzdem und freuen sich. Wir sind zwar total durchnässt, aber das war es wert. An den Pariser Bahnhöfen normalisiert sich derweil die Lage. Gestern hatten Anschläge auf Schaltkästen und Kabel für stundenlange Verspätungen gesorgt. Die Verantwortlichen wurden bisher nicht gefunden. Nach der Eröffnungsfeier gibt es in Paris nun einen Wettkampf nach dem anderen. Nur das Wetter ist auch heute nicht medaillenverdächtig. Ab morgen soll es besser werden.